Heute ist der 1. Dezember und für mich heißt es gleich erstmal Türchen aufmachen und dann geht's zur Staatsanwaltschaft. Also ich bin auch schon ein klein bisschen aufgeregt, bin ich ehrlich, aber heute haben wir nur die Einführungsveranstaltung und ich freue mich auch irgendwie darauf, dass man da ein bisschen wieder was Neues kennenlernt und ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und dafür ist das hier heute mein Outfit of the Day. Also für mich geht es jetzt zur Staatsanwaltschaft und ich habe voll vergessen euch zu sagen, dass auch mein Nachmittagsprogramm eigentlich ganz lustig wird, wo ich euch natürlich auch mitnehmen werde. Also um das nicht zu verpassen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen und folgt mir gerne weiter bei meinem Vlogmas. Also ich bin jetzt da. Ich sehe auch gar nichts dazu aus. Ach, ist na egal. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind ja gerade minus 6 Grad, also wirklich eisig. Aber ich liebe es. Einfach dieses Winterwunderland, durch das man läuft. Das ist doch einfach echt, ach, ein Traum. Jetzt muss es nur noch auch bis Weihnachten so bleiben. In der Einführungsveranstaltung haben wir dann auch unsere Ausbilder zugewiesen bekommen. Ich bin bei einem Staatsanwalt für Jugendstrafsachen gelandet und danach habe ich mich noch mit ein paar Mädels aus der AG getroffen und wir haben die Lerngruppe für diese Station durchgeplant und organisiert. Und danach habe ich mich mit meinen Mädels getroffen im Kaiserwetter, wo sie einfach jedes Jahr so süß dekorieren. Das ist wirklich immer ein Highlight. Und danach ging es dann auch schon ins Outlet zu ein bisschen Christmas Shopping. Wer mich vom Gericht abgeholt hat für einen Mädelstag. Thank you.
jetzt vorbei und der war auch relativ ereignisreich. Also er hat ja damit begonnen, dass ich heute früh bei Gericht war und dort dann auch bei der Staatsanwaltschaft, wo wir unsere Einführungsveranstaltung hatten und auch unsere Ausbilder zugewiesen bekommen haben und auch erfahren haben, in welchen Bereichen oder Spezialisierungen sie tätig sind. Ich bin da bei den Jugendstrafsachen gelandet. Ich hatte aber auch keinen Wunsch vorher direkt angegeben oder kein Staatsanwalt mir quasi gewünscht, der mich dann anleitet. Deshalb war ich da auch relativ offen zum Jugendstrafrecht. Habe ich jetzt noch keine Meinung so wirklich, weil ich da einfach mich auch nicht auskenne, bin ich ehrlich. Ich bin gespannt, wie dann der Einführungslehrgang ab Montag so sein wird. Und nach der Einteilung hatten wir dann auch Belehrung wieder und halt alle möglichen Sachen, die wir unterschreiben mussten. Dann haben wir noch unsere sämtlichen Dokumente bekommen, die wir dann auch für die Dienstreisen, Anträge brauchen und unsere Ansprechpersonen und wo wir unsere Roben leihen und etc. Von wem wir dann auch die Akten bekommen und wie wir erfahren, beziehungsweise eher wo wir erfahren, welchem Sitzungsdienst wir zugeteilt sind und auch da, was passiert im Krankheitsfall und einfach so allgemeine Sachen zur Station wurde uns da erzählt. Und nach einigen Unterschriften durften wir dann auch gehen und wurden quasi entlassen. Und dann wurde ich auch von meiner besten Freundin und ein paar anderen Freunden abgeholt. Und dann waren wir noch ein bisschen in Potsdam unterwegs und sind danach ins Outlet gegangen. Und es war auch ein richtig schöner Abschluss. Also wir sind auch alle sehr gut fündig geworden. Ob bei Villeroy & Boch oder auch Anziehsachen. Und natürlich durfte auch ein Stop bei Lind nicht fehlen. Und es war ein richtig schöner Abschluss des Tages. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mir aber sehr aufgefallen ist, was ein bisschen off-topic ist, aber ich bin auch immer so ein Fan, wie ich ja auch schon geteilt habe, von diesen Heatless Curls, die ich ja heute Morgen auch noch hatte. Aber sobald es ein bisschen schneit und meine Haare nass werden, ja, wie man sieht, da ist nichts mehr von Locken zu sehen. Also sie sind ja wirklich komplett glatt, was ein bisschen schade ist. Aber gut, kann man nichts machen. Also ich werde jetzt noch meinem Freund und mir was Schönes zu essen kochen von HelloFresh und das war auch mein Vlog des Tages. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert auch gerne, falls ihr noch irgendwelche Sachen wissen wollt, auch zur Staatsanwaltschaft, was auch immer euch dazu interessiert. Und folgt mir auch super gerne, um keinen Vlog von mir zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Bye!